So, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Warzone 2 Uncut-Runde. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine ziemlich Standard-Flugroute. Könnt ihr euch daran erinnern, die ersten 5 Tage oder so ist die Zone immer zu Hydro gegangen. Immer. Das heißt, wir konnten richtig easy immer in diesem einen Haus sitzen. Nur auf die Endzone warten. Das war so crazy. Das war so crazy. Gut, wo springe ich raus? Egal wo, weil ich lasse mich ja eh aufklatschen, ne? Ja. Wo könnte es richtig schmerzhaft sein? So auf diese Brückenelemente da, oder? Hoffentlich knall ich da auch drauf. Da, so. Ah, ich bin durchgeflogen. Wie SpongeBob jedes Mal bei seiner Führerscheinprüfung. Hat SpongeBob eigentlich irgendwann mal seinen Bootsführerschein geschafft? Das weiß ich gerade gar nicht. Also er hat ihn irgendwie, glaube ich, mal so halb geschafft. Oder die Prüfung hätte er geschafft mit Patrick im Ohr. Dann hat Patrick angefangen irgendwie zu lachen oder so. Und SpongeBob irgendwie ist dann alles aufgeflogen, dann ist er komplett einmal durch die Gegend gerast und dann ging gar nichts mehr. Aber hat er den dann irgendwann mal bestanden auch? Den Bootsführerschein? SpongeBob ist so nice. Lief letztens einfach. Akinji ist im Gulag mein Gegner. No way. Und ich bin tot. Ist hier noch eine Dreierweste für mich? Irgendwo? Wenn die Dreierweste. Wenn die Dreierweste. Hast du beide geklaut, Akinji? Du hast beide geklaut. Du hast beide geklaut, Akinji. Nein, mein Team hat sich auch noch klatschen lassen. Oh, RIP. Dann schauen wir jetzt wenigstens Akinji zu. Ich habe keine Dreierweste gefunden. Aber wo sind denn die Spawns? Ganz außen und oben drauf. Oder? An beiden einfach keine Dreierweste gewesen. Ah, ich glaube Mitte noch Richtung Mitte oben drauf. Los, Akinji, spiel jetzt auch. Nicht jetzt in den Chat schreiben mit, ihr habt dich getötet im Gulag. Sonst quitte ich. Hab irgendwie seinen Noob mit Skin. Hab so einen Noob mit Nuke-Skin im Gulag geknallt. Komm, Akinji, komm. Komm. Nicht hier große Worte im Chat spucken, auch mal jetzt hier eine 20-Bomb machen. Auch mal jetzt hier eine 20-Bomb machen. Ohne Nuke-Skin. Komm. Da wollen wir jetzt doch aber auch was sehen. Und wir machen auch gar kein Auge. Wir machen gar kein Auge jetzt auf Akinji, würde ich sagen, oder? Ich schreibe einen Ingame-Chat. He's landing observatory. Ja! Ja! Okay, zwei Leute schreiben okay und okay schon, Chef. No way. Zwei Leute direkt geschrieben. Direkt gejagt. So. Prezi alles. Blue Wolf ist da. GG's. So tot gewesen direkt. Schade, Akinji, schade. Digga, ich hab gerade, Akinji, ich hab gerade einem Bot zugeschaut in Warzone 2. Digga, der ist gelandet und wurde sofort über den Haufen geschossen. Krass, oder? So Karma. Er hat sich so gefreut. Mehmet ist im Gulag gewesen, tötet mich. Zieht seinen falschen Namen Gulag, schreibt mir in den Chat. Ich hab hier gerade so einen Noob geknallt im Gulag. Und kracht. Wird direkt weggekracht im Game. Yippie! Warte, ich schreibe in den Ingame-Chat. Akinji leider schon tot. Gute Arbeit da. Kamera hat so gescheppert. Ja, das ist true. Da kommt ein Auto gefahren. Was hat das? Keine Gegenwehr oder was? Dachte, er trifft ihn nicht. Komplett überfahren worden. Komplett überfahren worden. Leiche 30 Kilometer weggeflogen. Das war ein Bot. Wer hat sich diese Kamera eigentlich ausgedacht? Findet ihr das cool? Sieht schon nice aus so beim Zuschauen, aber du siehst halt nichts dadurch, so, ne? Es ist halt.
Ist ja Quatsch, oder? Und sie sagt, ich hab Sturmfall. Ja. Vom Bot gestorben! Nein! Nee, nevermind. Das war Anox. Okay, da war ein echter Gegner drin. Ich dachte gerade Bot. Er streamlaggt gerade ein bisschen, glaube ich, ja. Vodafone an einem Sonntag immer nicht so stabil. Obviously cheating, schreibt jemand. Who's cheating? Jetzt habe ich auch Zeit, hier mal mit dem Ingame-Chat zu kommunizieren. Das ist super. Ah, Jennifer hat hier auch die Ding gemacht. Die Festung. Das heißt, er hat hier die Drohne. Aber wir sehen keine Gegner auf der Drohne, by the way. Ist auch ein Bug. Das ist auch ein Bug. Es tut mir leid an die Leute, die gerade im Stream schauen und da ist, dass es da gerade am Laggen ist. Tut mir leid. Can't verhinder it. Freaky schreibt in den Ingame-Chat, your mom is cheating. Das wird ein Proxy-Bun, glaube ich. Oh, es laggt bei ihm, oder? Hatte gerade einen Cheater in der Lobby, ja. Ja, das ist der, den man, by the way, jetzt nicht auf der Minimap gesehen hat. Oder doch? Hat man ihn gesehen? Weil den da hinten sieht man jetzt hier. Oder auch nicht? Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga. Warum keine Platten? Weil das immer noch der Bug ist. Aber es fragt jedes Mal jemand, wenn er zuschaut. Beim Zuschauen siehst du nicht, ob der Platten drin hat oder nicht. Das steht da immer zwei leere Platten. Immer. Immer. Oha, strong. Boah, er ist so tot. Oh, ist er nicht? Oh, hat er gut gespielt. Ist er weggesprungen? Ist er ins Wasser? Ist er wirklich ins Wasser? Ja. Oh, hat er stark gespielt, aber richtig krass schnell weggekommen. Wir wissen jetzt leider nicht, wer er ist, aber ja. Aber Genox auf jeden Fall. Wo Start? Ah, warte. Wie heißt das Programm nochmal? Ping Plotter, ne? Oh nein. Ah ja, es geht hier auf. Sehr gut. Ne, es geht doch da drunter auf. Aber ich glaube, es muss jetzt schon automatisch laufen. Ich muss ganz kurz den Input switchen. Und gucke jetzt hier bei meinem OBS ganz kurz zu. Genox macht wieder einen Kill, glaube ich, ne? So. So, weil ich muss den Packet Loss zu Twitch dokumentieren. Oh, ist er gestorben? Nein, Genesis ist gestorben. Genau in dem Moment, wo ich jetzt ganz kurz nicht hingucken kann. Brian ist wieder da. Uncut Brian. Ich glaube, der hat bei den Uncut Runden damals schon immer oder richtig oft mitgemacht. Aber ich glaube, er war nie so gut. Ich glaube, er ist richtig, richtig krass besser geworden. Oder ich verwechsel ihn jetzt gerade. Das kann auch sein. Dann tut's mir leid. Ich werde so campen. Mir Wayne schreibt einer. Ich bin Münchner, ja, also nicht offiziell, ich bin hier nicht geboren, aber ich bin hier hingezogen. Warzone 1 war ja auch am Anfang crap, aber die haben ja pro Update immer mehr verbessert. Schuhe. Wäre natürlich schön gewesen, wenn das jetzt halt dafür von Anfang an gut gewesen wäre. Paketverlust 1%. Oh ja. Plattenanzeige synchron zum Schritt des Sound, ja. Als Abschluss eine Mini-Royal? Nee. Wo genau in München wohnst du? Soll ich dir genau Adresse geben? Nee, sage ich aber nicht. Sage ich aber nicht. Ich weiß, dass es viele wissen wollen, aber bitte akzeptiert da mein Drang nach oder mein Ding nach Privatsphäre. Ich will nicht den Stadtteil oder irgendwas sagen. So, ganzes Leben gefühlt schon in der Öffentlichkeit, dann muss man nicht noch wissen, wo in München ich wohne. Ausrufezeichen Adresse in den Chat, da steht dann alles. IP-Adresse, Lebenslauf bekommt ihr, Adresse, ihr bekommt auch direkt eine Kopie vom Schlüssel zugeschickt, dann könnt ihr hier bei mir immer rein in die Wohnung. Ich verlege dir auch Telekom-Glasfaser, dann kriegst du meine Adresse, Sandro. Mit Kreditkartennummer dazu, please, ja. Das auch noch, kriegt alles. Alles, was ihr wollt. IBAN, Kreditkartennummer mit Safety-Pin, alles. Alles. WLAN-Passwort.
Ich habe extra 100 Schüssel machen lassen. Oh, da läuft jemand in diese Schockmine von ihm, ne? Die Frage ist bloß, wo hat er die hingelegt? Bei Hydro in der Mitte, oder? Ah, das war gar keine Clustermine, das war die Schockmine. Ah, okay. Ja, für die ersten 100, die hier vorbeikommen, die können dann ihren Schlüssel abholen. Und bis dahin und danach, genau, wenn die Leute, 100 Leute ihren Schlüssel haben, danach habe ich meine Tür einfach immer offen. Ist immer Tag der offenen Tür bei mir. Kriegen wir auch dein Twitch-Passwort, Bro? Natürlich, klar. Will jemand meine Twitch-Auszahlung auch immer haben, jeden Monat? Braucht ihr eh nicht. Also, ne? Könnt ihr haben. Könnt ihr haben. Danke, Chris. Gerne. Gerne, könnt ihr mal. Ausrufezeichen Gefängnis. Und AMG-Schlüssel. AMG-Schlüssel könnt ihr auch haben. Könnt ihr auch haben. Findest du eigentlich deinen aktuellen Bekanntheitsgrad gut oder könnte es mehr sein? Ich denke mal, du hast da aktuell ein ganz gutes Gleichgewicht, dass du noch raus kannst, ohne belagert zu werden, etc. Ja. Ich glaube, ich finde es so, wie es aktuell ist, sehr nice. Also, mich stört es auch nicht, wenn ich irgendwie angesprochen werde in der Öffentlichkeit oder sowas. Wenn ihr das hier gerade hört und ihr seht mich oder sowas und ich bin irgendwie am Essen oder sowas mit einer Dame, das muss jetzt vielleicht dann nicht unbedingt sein, dass man da dann dazu kommt, so, hey, yo, Stylers, das geht. Aber so overall, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder sowas, kann man mich natürlich ansprechen. Ist auch schon regelmäßig, also passiert auch relativ regelmäßig. Aber wenn man, das ist die Ausnahme, die ich machen würde. Das ist die Ausnahme, die ich machen würde. Muss nicht unbedingt sein, wenn ich mit einer Dame unterwegs bin. Ja. Passt gut auf den AMG auf. Könnte sein, dass ich daran was gebaut habe. Kann sein, ne? Kann sein. Floyds Mom. Ja, genau. Wenn ich mit Floyds Mom unterwegs bin, dann. Ja, das ist ja immer ein bisschen unangenehm, wisst ihr? Das ist hier immer ein bisschen unangenehm. Gerade mit einer Dame für den Flex. Nee, Quatsch. Ich würde Flashbang reinwerfen bei deinem Date. Digga, in Real Life weggezuckt vor dem Gegner. Ich glaube dann, du bist ein Star. Ja und? Aber das will ich ja nicht. Was ist das, Major Pain? Da wohnen bestimmt irgendwie so die Bayern-Leute oder so, ne? Digga, überall auf dem Dach, er wird von überall abgeaimt. Aber das ist auch richtig schlimm in Warzone 2. Die Leute pieken dann nicht die ganze Zeit. Weil die auch genau wissen, die sind dann auch selbst maybe richtig schnell tot. Kommt drauf an, was du erreichen willst. Ja, klar, aber. Nee. Manche würden das safe so machen, manche würden das safe so feiern, aber ich feiere das nicht so. Ich feiere das nicht so. Ist in Bayern München die Adresse? Ach so, okay, ja. Dachte ich mir. I thought so. Danach noch eine Runde. Nee, das wird die letzte sein. Das wird die letzte sein. Brian aber echt ein bisschen Überlebenskünstler, ne? Er hat bisher alles überlebt. Er hat bisher hier echt alles überlebt. Und da kommt mitten in der letzten Uncut-Runde der King Phil Raid noch rein. Kuss. Was du vor München gewohnt? Boah, strong. In Heidelberg. Oder bei Heidelberg. Nicht in Heidelberg, bei Heidelberg. Beim Essen mit Floyds Mom einfach Stückslers. Ich bin auch sehr gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Fennec RPK nicht so krass genervt wird. Und vielleicht kann man die danach auch immer noch echt gut spielen. Warst schon feiern hier in München? Nö, ich bin auch nicht so der Clubgänger. Ich setze mich dann lieber abends irgendwie in ein Restaurant oder so mit Friends. Wie viele Leute sind eigentlich alive? 30 Leute, dritte Zone. Das ist jetzt wieder eine etwas unspektakuläre Runde. Hier kommen wenig Situationen auf, die richtig spannend sind. Aber vielleicht gegen Endgame dann wieder. Die letzte Runde verkaufst du uns wieder für Minecraft. So sauer. Ich habe gestern Abend Minecraft gespielt wieder. Im Hofbräuhaus war ich noch nicht, nee.
hinten vorbeigelaufen. Im Pferdestall kann ich dir nur empfehlen. Ist das ein Restaurant, was halt wirklich so heißt, oder ist das jetzt, werde ich jetzt hier gebaitet? Kenne ich tatsächlich nicht, aber nee, war ich auch noch nicht. Wenn ihr in München geil essen gehen wollt und auf Steak steht, dann kann ich euch Beef Room empfehlen. Beef Room 61 heißt das. Da war ich jetzt schon ein paar Mal und es war wirklich immer wieder sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice war es danach immer wieder. RPK-Rückstoß wird genervt, sage ich. Kann ich mir auch vorstellen, ja. RPK-Rückstoß, Fennec-Schaden und vielleicht sogar echt noch ein bisschen mehr Rückstoß. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, wobei, die anderen Waffen haben auch wenig. Nicht so viel Rückstoß, ne? Das ist halt, dass sie halt immer noch die beste TTK hat oder sowas in dem, von den SMGs, weil die halt einfach so, weil die halt ein bisschen mehr Rückschuss hat als die anderen Waffen oder sowas. Weiß ich nicht. Sind das dann eigentlich Geschäftsausgaben, das Essen gehen? Ja, kommt halt drauf an, mit wem ich essen gehe, aber manches kann man dann schon auch absetzen, ja, klar. Du redest ja dann, also wenn ich jetzt beispielsweise mit Matze essen gehen würde, wir reden ja dann teilweise auch viel über unseren Job, so, und dann, klar. Das zählt dann auf jeden Fall. Einmal ganz hoch, um so weit wie nur irgendwie möglich zu springen. Beste Leben. Den Hechtsprung feiere ich, by the way, sehr. Dieses Hechtspringen und dann Fallschirm ziehen ist schon sehr geil. Links unten war einer, by the way. Der wird auch gefightet. Oh, 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 oh. Oh, und von überall. Da auf dem Dach, da auf dem Dach. Alter. Bodenlos. Danach jeder Lars LMG. Ich glaube nicht, dass Lars LMG jeder spielen wird, weil das ein LMG ist, was du ultra lange nachlädst. Und dieses richtig fette LMG ist halt einfach, wo du dieses Kastenmagazin auch nachladen musst. Und das ist für viele, glaube ich, so ein, wie sagt man, Dealbreaker oder so? Hm. Mit Floyds Mom. Mit Floyds Mom. Floyds Mom auch. Da geht's auch. Ja, ja, Tippen zum Hechten, auf jeden Fall. Muss man einstellen, meiner Meinung nach. Ausgestiegen. Boah, Digga, so schnell. Boah, war sogar Knock, ne? Hat ihn sogar genockt bekommen, krass. Aber er muss jetzt erst noch sein Leben spielen und wird rausgeschossen. Och, nee, von dem Nächsten, der wieder oben drauf sitzt. Ah, oh, fucking hell. Schade. Dr. Otka. Oha, die blaue Tarnung sieht ja richtig sick aus auf der Tech. Die sieht ja todesgeil aus. Boah, der safet sich gerade. Der hat sich gesaved mit Stim-Pistole. Also Wiederbelebungspistole. Guter Spieler, Dr. Otka. Aber auch sehr weak. Noch eine Bohrladung. Boah, ist das unangenehm. Boah, ist das unangenehm. Hilfe. Boah. Aber er ist safe hinter sogar. Krass. Okay, er muss sogar noch ein Stück laufen. Gasmaske jetzt weg. Keine Platten mehr. Nur noch eine. Oh, und wird direkt geholt. Keine Chance. Kleiner Killer 13 mit der Orion RPK. Wahrscheinlich auch Fennec, ne? Zeig Secondary. Ja, auch Fennec. Bro, jeder. Hilfe. Jeder mit Fennec RPK. Das ist so verrückt. Ohne Schritte hören heute, ja. In Warzone 1 hätte man den halt so lange kommen hören schon. Aber du so, nee, rot ist schöner, mimimi. Ich habe halt Orion drauf. Dann kommt endlich der Minecraft-Stream wahrscheinlich gar nicht. Ich bin jetzt, also ich habe jetzt auch schon wieder eigentlich keine Motivation mehr, großartig Minecraft zu spielen. LMS-Meta laut Equa. Weiß ich nicht. Ist halt auch wieder Sniper-Muni. Meiner Meinung nach kann alles, was nur maximal 40 Schuss Reserve hat, nicht wirklich Sniper-Muni sein, wenn es nicht one-shottet oder so. Wenn du damit sprayen solltest, dann brauchst du halt immer mehr als diese 40 Schuss.
Clustermine. 100 Streaks. Vorladung durch die Decke, beziehungsweise in den Boden. Vorladung auch so strong. Ah ja, okay. Okay, das ist jetzt die Frage. Er sieht ihn, glaube ich, ne, auf dem Radar, aber wir sehen das nicht. Weil ich glaube, es hat gerade das Geräusch gemacht, dass jemand erkannt wurde von der... von dem Teil. Boah, schön in die Clustermine reingerannt. Push hinterher, Bro! Oh, so unsatisfying. Gegner läuft in die Clustermine und er pusht nicht hinterher, obwohl er eine Fennec in der Hand hat. Und der Gegner war Shield Break. Guter Plätzchen. Nur noch 10. Es ist fast geschafft. Hat er sogar einen Kill gemacht? Gegner ist sogar tot, ne? Gegner ist sogar gestorben. Ne? Meint, er ist gar nicht hinterher gegangen, weil er den Kill sogar gemacht hat. Oh, da war der Gegner rum. Boah, unlucky. Unlucky. Genox oben. Auch mit Uncut. Auch RWK-Fanic. Oh man. Digga, jeder spielt das. Das ist so krass. Jeder spielt das. Da wird er abgeaimt. Hat aber eine Doppel-Semtex für den. Und kann hier ganz easy auch an die andere Kante noch oben bleiben. Aber ich sag, die Zone pullt aufs Open Field. Ich sage, die Zone pullt aufs Open Field. Ja. Oh nein. Was für eine Kackzone. Wieso sind so viele Zonen in Warzone 2 genau so? Das ist so verrückt. Boah, schade. Ah, 1 gegen 1. Der hat keinen Uncut im Clan-Tech auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir Auge und wir hoffen, dass der andere Überlebende einer ist mit Uncut im Clan-Tech. Er spielt aber auch eine interessante Waffe da. Ich habe nie gesehen. Scheint aber auch ein ganz guter Spieler zu sein. Rechts. Oh, und er wird geprezit. Und der Gewinner der Lobby ist... Fennec. Ich glaube Orion Fennec, wenn ich richtig gesehen habe. Who is it? RPK Meta oder was? Nö, nee, RPK ist nicht Meta. Fennec auf jeden Fall in der Hand. Mit Orion, dann denke ich, wird er auch RPK gespielt haben. Oh, das ist RPK. Ah, okay. Ja. Dann sehr interessante Waffenwahl da. Who is it? Uncut Vortex. GG's. Uncut Vortex. Nice. Nice, nice, nice. Da hatten wir doch wieder eigentlich eine gute Runde mit sehr vielen Leuten mit Uncut im Clan-Tech. Da bin ich mal gespannt, ob wir hier in dem Endscreen noch einige davon sehen auch. Da sieht es jetzt so aus, als wären da ganz wenige nur drin. Aber wir haben die ganze Zeit nur Uncut-Leuten zugeschaut. Oder fast nur Uncut-Leuten. Hm. Naja, GG's auf jeden Fall für Vortex und kurz fürs Mitmachen. X-Aimbrot war auch drin. Ah ja, der echte. Der echte. GG's.